Zweite Flaggenmann, Søren Pedersen aus Dänemark. Little Red Bad Rooster ist der nächste. Hans-Peter Strattmann aus Deutschland, aus Düsseldorf. Ein alter Bekannter im Traktorpulling. Und die grüne Flagge gibt's hier von Pedersen. Und ab geht's für Little Red Bad Rooster. Noch Anfeuerungen vom Platzsprecher. Und Hans-Peter Strattmann stoppt bei 87,40 Meter. Peter Thomann, er fährt den Mini Nightmare, schaut sich das interessiert an. Silver Bullet, Martin van Echtelt aus Holland. Mit seinem Ford Traktor fährt mit 100% Biodiesel. 87,55 Meter für ihn. Für Silver Bullet. Mega Power von Christa Örn aus Finnland, aus Vaasa. Mit einem Valmet 8400. 1500 PS. Vier Turbos geben diesem Traktor noch extra Power. Und Mega Power kommt knapp zur 100 Meter Marke. Doch kein Full Pull. 95,19 Meter für den Finnen. Hier dreht er sich um, schaut zurück an den Start. Cesar Becker, Herr Lavi, den haben wir schon gesehen, den Lkw-Fahrer aus Finnland, aus Calvi, auch ein bekannter Mann im Traktor-Pulling-Sport. Und Cesar auf dem Weg zu einem Full-Pull, schafft er es? Nein, auch er scheitert knapp 96,65 Meter. Ein französischer Traktor, Diester von Robert Sönen, einem Bauern aus Frankreich, dem Lokalmatador. Er kommt nämlich hier aus Pernay und Sie hören schon im Hintergrund, da wird er natürlich angefeuert. Diester ist der Name einer Rapsölfirma und das war ein ganz kurzer Auftritt zu Hause. Da ist die Maschine explodiert nach 8,36 Meter. Er hebt die Hand, was soll's? Leider das Aus für ihn. Wir sehen hier Running Deer von Geoff Ashcroft, einem Journalisten aus England, ist in Brackley zu Hause, fährt einen John Deere 4430. Der Traktor kommt aus Amerika, wurde 85 nach Europa geholt. Geoff Ashcroft hat ein Buch geschrieben, das sich folgendermaßen nennt, a full pull, diesmal schafft er es nicht. Das ist sein zweiter Lauf, im ersten schafft er 94,27 Meter. Jetzt bleibt er bei 42,58 Meter stehen. So, auch er wird hier von der Piste zurückgeschleppt. Die Teilnehmer bei diesen Eurocup-Veranstaltungen können ja ein Ergebnis bei den sechs Wertungsläufen streichen. Wer die meisten Punkte nach fünf Runden hat,
Der ist der Eurocup-Sieger. Und wir sind hier bei Rowdy von Hans Schweiger aus München. In Deutschland, der Bayer, 32 Jahre alt. Der hat einen International 1086. War 1992 in der Europameisterschaft ganz vorne. Distanz 92,56 Meter. Screaming Phantom, der nächste Traktor, den wir präsentiert bekommen aus Gusenstadt. Thomas Kaiser mit einem John Deere 4455, drei Turbolader, 1800 PS. Und auch seine Frau fährt den Traktor von 1995 namens Whitesnake. So, das war's für Thomas Kaiser, Screaming Phantom. Gute Weite für ihn, 93,10 Meter. Der erste Flaggenmann, Willem Damming, spricht hier mit Peter De Witt, den wir schon gesehen haben, der für Technik und Sicherheit zuständig ist. Und Demolition Deer. Jan Burkhardt aus der Nähe von Hilversum in Holland. Und er kommt fast an die 100 Meter Marke heran. 94 Meter und 55 Zentimeter. Seine Schwester Beb hat ihn hier angefeuert. Und dann kommt das, was man eigentlich nicht wollte. Vom Atlantik her die Schlechtwetterfront und Regen. Aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Red Allard, Peter Clark, ein Bauer aus Großbritannien im Buckingham zu Hause. Eurocup Champion 1993. Hat diesen Traktor 95 gekauft und zu Hause auf seinem Bauernhof zusammengebaut. Red Alert und ein Full Pull. Jetzt schauen wir uns die Full Pulls mal an. Deer Hunter, Macau, Bits and Pieces und Red Alert, zwei Holländer und ein Brite also. Deer Hunter, der nächste Traktor. Karel Vermeeren, auch ihn haben wir bereits gesehen, aus Breda in Holland. War in der Europameisterschaft Dritter, 94 in der 4,4 Tonnenklasse. Das ist Carole Ibert, sie gibt die Weiten bekannt. Und Karel Vermeeren ist ja nur der Ersatzfahrer. Der zweite Einsatz in diesem Jahr, Wim Jansen gehört, der Traktor. ...82,77 Meter, Macau Bits and Pieces. Leonard Griffion aus Holland. Und los geht's. Das Durchdrehen der Räder. Geschwindigkeit ungefähr 130 Kilometer pro Stunde, braucht 22 Liter Alkohol pro Lauf. Natürlich die Maschine, nicht der Fahrer, aber Spaß beiseite, 93,41. Hier die letzten Vorbereitungen und ein Blick ins Publikum. Red Alert
ist der nächste, Peter Clark aus Buckingham. Okay, er hatte einen Full Pull. Red Alert und Peter Clark unterwegs. Und da wartet jetzt Peter Clark auf das Ergebnis. Rote Fahne. Straußentraktor ist gestoppt. 91,10 Meter. Lennart Griffion und seine Freundin. Und so sieht's im Eurocup aus. Bits and Pieces, Red Alert, Deer Hunter, Caesar, Megapower, Demolition Deer und Running Deer. 42 Punkte für Mackerel, Bits and Pieces, 20 Punkte mehr als Deer Hunter. 2x21 Punkte und wir kommen gleich wieder nach der Werbung. Und hier sind wir in einer Flugzeugfabrik bei Moudry. In Bernay wird nämlich noch das letzte Flugzeug aus Holz und aus Leinen gebaut. Blick auf die Armaturen im Flugzeug. Und damit sind wir bereits wieder zurück beim Traktor-Bowling, riesige Stimmung. Viele, viele tausende Zuseher sind hierher nach Bernay. 150 Kilometer westlich von Paris in die Normandie gekommen. Wir sind jetzt bei den 0,9 Tonnen Mini-Pullers. Auch das eine Eurocup-Klasse. Ghostbuster Helmut Schwarz aus Deutschland. Mit einem Rolls-Royce Meteor V12. Motor normalerweise im Century Panzer eingebaut. So, da staubt es ein wenig. Da sich der Staub widerlegt, kann man auch Helmut Schwarz erkennen. 90,16 Meter. Nächster Traktor, Landy. Dirk Venstra. Aus Friesland in Holland. Ist 5 Jahre beim Traktorpulling mit dabei. Und Landy schafft einen Full Pull. War 95 der Mini-Puller des Jahres in Holland. Nightmare von Peter Domen aus Düsseldorf in Deutschland. Der nächste Traktor, den wir hier sehen, ein 468er Chevy. War in der Mini-Klasse Dritter in Deutschland 1995. Seit 1991 mit dabei, korrigiert hier, kommt hier im Drift des Weges. Wo stoppt er? Bei 90,65 Meter für Peter Domen aus Düsseldorf. Lambada 3, das ist die zweite Fahrt. Beim ersten schaffte Lambada 3 und Wilhelm Dingering 94,90 Meter. Gompi ist der nächste. René de Bruyne. Aus Maasland in Holland. Hier mit einem Rolls-Royce Meteor V12 Motor unterwegs.
war der Puller des Jahres 1992 in Holland in der Miniklasse 10 Jahre lang mit dabei. Gompi ist ein Walross ohne Zähne, das zu diesem Namen. Joker, Thomas Zimmermann aus Deutschland mit einem Arias V8 Motor. Gewann den Eurocup 1994. Knapp am Fullpull vorbei, 96,46 Meter. Lambada 4. Gerd Dingerink, ein Student aus Holland, aus Zwolle. Zwolle, da haben wir Ihnen schon Indoor Traktor Pulling live gezeigt. Recht praktisch, der kleine Schirm, hat er die Hände zum Trinken frei. Lambada 4. Auf der Piste mit einem Chevrolet 572. Das Style-Pferd mit Methanol, hochexplosiv, war vierte im Eurocup 1995 und er stoppt bei 99 Metern und 35 Zentimetern. Also da fehlt nur 65 Zentimeter zu einem Full Pull. Hunting Star. Geht's Schlag auf Schlag von Carl Petersen aus Dänemark.